Aus der Ach-so-Reihe des Borberg Verlags gibt es die Bücher Schuldrecht 1, geschrieben von Winfried Schwabe und Holger Kleinhenz, und Schuldrecht 2. Beide Werke bieten die optimale Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und eignen sich zur Wiederholung in der Examensvorbereitung. Warum das so ist? Nun, die beiden Autoren Winfried Schwabe und Dr. Holger Kleinhenz haben jahrelange Erfahrung als Repetitoren. Ziel der Bücher ist es, dem Studierenden die Strukturen des allgemeinen Schuldrechts und der vertraglichen Schuldverhältnisse und der gesetzlichen Schuldverhältnisse anhand der Fälle zu vermitteln. Hierfür verpacken die Autoren die klausurrelevanten materiellrechtlichen Themen in umfassende Lösungsskizzen. Diese werden zunächst Schritt für Schritt erarbeitet, um den Weg zum Ergebnis aufzuzeigen, und abschließend wird eine ausformulierte Lösung im Gutachtenstil präsentiert. Die Schritt-für-Schritt-Lösung bietet zahlreiche Hinweise zum Verständnis und zur Vertiefung. Parallel dazu lernt der Student den gerade erlernten Stoff und die dazu erarbeitete Lösungsskizze richtig zu subsumieren, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, Meinungsstreite zutreffend zu behandeln und das Ganze dann formgerecht in den Gutachtenstil umzusetzen. Dabei verzichten die Autoren auf eine allzu trockene Sprache und schaffen durch eine angenehme Ausdrucksweise eine Wohlfühl-Lernatmosphäre. Das Buch Schuldrecht 1 behandelt den allgemeinen Teil des Schuldrechts und die vertraglichen Schuldverhältnisse. Insgesamt 27 Fälle inklusive der dazugehörigen ausformulierten Musterlösungen warten auf eure Bearbeitung. Im ersten Teil des Buches finden sich 15 Fälle aus dem allgemeinen Schuldrecht. In einzelnen Abschnitten führen die Autoren den Bearbeiter an das allgemeine Schuldrecht heran. 5 Fälle bilden das Begrüßungskomitee und begrüßen den geneigten Leser mit der Unmöglichkeit und dem Wegfall der Geschäftsgrundlage. Sodann folgen 3 Fälle zum Schuldner- und Gläubigerverzug. Dritte Personen im Schuldverhältnis werden in 3 weiteren Fällen vorgestellt. Zum Abschied wartet das Erlöschen der Schuldverhältnisse mit 4 Fällen. Der zweite Teil des Buches umfasst 12 Fälle aus dem Bereich der vertraglichen Schuldverhältnisse. Schwerpunkt bildet hier natürlich das Kaufrecht in all seinen Facetten mit 7 Fällen. Der Werk- und Dienstvertrag sowie angrenzende vertragliche Schuldverhältnisse werden in 3 Fällen erklärt. Abschließend dreht sich in 2 Fällen alles rund um das Mietrecht und die angrenzenden Vertragsarten. Das Buch Schuldrecht 2 bietet 27 Fälle zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen. Der Autor Winfried Schwabe führt auch hier den Studenten langsam, aber sicher an das Thema heran. So begrüßen 14 Fälle den Leser voll mit allem rund um die ungerechtfertigte Bereicherung. Ist die Vorspeise erlernt, warten 10 Fälle des Deliktsrechts auf ihrer Bearbeitung. Zum Nachtisch finden sich 3 Fälle zum Bereich der GOA. Nach intensiver Bearbeitung der einzelnen Fälle sollte der Student im Bereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse zumindest für die anstehenden Klausuren trittsicher sein. Für Examenskandidaten bietet sich in beiden Büchern die optimale Gelegenheit, den Stoff zu wiederholen bzw. im ersten Step zu überprüfen, wie viel man eigentlich noch weiß. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Beide Werke bieten für den Preis von 19,80 Euro wahnsinnig viel. Zunächst muss ich sagen, dass die Schritt-für-Schritt-Lösungen tatsächlich richtig gut zum Wiederholen geeignet sind. Auch als Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, denke ich, sind die Bücher super geeignet. Ein weiteres Gimmick ist das Trainieren des Gutachtenstils. Das wird ziemlich gut dargestellt hier, weil die vorformulierten Lösungen einfach dazu anleiten, genau zu sehen, wann muss ich den Gutachtenstil anwenden, wie muss ich einen Meinungsstreit platzieren und was zum Teufel nochmal war das nochmal mit dem Subsumieren. All das erklären die Autoren mit einer wirklich ansteckenden Leichtigkeit. Natürlich ist das Durcharbeiten des Buches jetzt kein Zuckerschlecken, aber es erleichtert das Lernen ungemein.